So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Smaragd. Diesmal wieder ganz ohne den Swotty Boy neben mir. Oder auf der anderen Seite der Skype-Leitung. Naja, wir sind hier stehen geblieben vor der Arenaleiterin Flavia. Mit ihren Feuer-Pokémon. Mit unserem tollen Pokémon hier und ich. Oh, Kiefer hat ein Item. Stimmt, wir haben das letzte Mal erhalten. Fällt mir gerade ein. Es ist schon ein bisschen her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Beziehungsweise, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich denke, ich werde mit Cookie beginnen, weil wegen Gesteinattacken und so. Ich würde mal sagen, fangen an. Willkommen, halt, warte. Hallo, du Winzling von Trainer. Wie schön, dich hier zu sehen. Ich bin verantwortlich für, nein, warte. Ich bin Flavia und bin die Arenaleiterin hier. Du sollst mich nicht unterschätzen, nur weil ich noch nicht so lange Leiterin bin. Ich habe das Talent eines Großvaters geerbt und daher, kann ich dir die heißen Attacken zeigen, die wir hier entwickelt haben. Ja, genau. Man merkt schon so ein bisschen, sie ist noch nicht lange Arenaleiterin. Das ist so ein bisschen so die Hintergrundgeschichte. Komm mal. Super. Hätten wir vorher mal nachgucken sollen, mit was für Pokémon sie anfängt. Gegen Kamaup kann Cookie nämlich herzlich wenig tun. Das allgemeine Problem ist, dass wir ziemliche Arschkarte gezogen haben gegen... Das war so klar. Gegen solche Attacken zum Beispiel, ne? Kann... Oh Gott, lass den Scheiß, ey. Doppelkick! In your face! Oh, ja, 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 das könnte lustig werden. Nein, jetzt hat er... So... Aua. Lass das. Aber das hat sich selber gekillt. Das finde ich schon mal ganz nett. Oh Gottes Willen. Fängt schon mal super an. Schneckmack. Ja. Wir wechseln jetzt auf Cookie. Oder zu Cookie. Oder wie auch immer. Schneckmack ist zum Glück ein reines Feuer-Pokémon. Und kann deswegen ganz einfach mit einem Felsgrab beerdigt werden. Begraben werden. Das Wortspiel war es jetzt nicht. Nee. Gut, ich habe meine Brille nicht auf. Fällt mir gerade auf. Das wollen wir doch mal ganz schnell ändern. Deswegen habe ich mich gerade eben so verlesen. Fällt mir auf. Gut zu wissen. Dun, du, dun. Oh nein. 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 Fuck. Das könnte lustig werden, Leute. Das könnte sehr, sehr lustig werden. Da hatten wir ja im letzten Part schon so unsere Probleme. Hallo Camerupt oder Camerupt oder... Wieder so eine Sache, wo ich bei euch fragen würde, wie man das jetzt richtig ausspricht. Was sagt ihr, Camerupt oder sagt ihr Camerupt? Ich sag beides eigentlich. Kassiert den Tempo-Hieb. Bam. Ah, ja, Volltreffer. Und tschüss, Swotty, das dürfte am Ende sein. Aber... Damit ist der nächste jetzt Koller eigentlich keine Gefahr mehr für uns. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Du. Ich wechsle mal auf Psy. Auf Psy. Ich finde den Namen auch gut. Psy. Okay, ich würde mal sagen, wir heilen. So. Du. Ich bin gerade froh, dass ich keine Nuzlocke-Challenge spiele. Sonst würde ich mich nämlich jetzt sehr ärgern. Hätte ich auch wahrscheinlich nicht Swotty eingesetzt. Ja, stimmt, ich wollte schon gerade sagen, One-Hit hier. Aber könnte daran liegen, dass wir 21 Level drunter waren mit Psy. Also nicht schlimm. Du wirst uns nicht mehr viel Schaden machen können, Camerupt oder Camerupt oder whatever. Ich hoffe mal. Ja, du heilst nicht, sehr schön. Was das neben noch sehr nice ist, was ich euch mal gerade erwähnen wollte, was mir letztens aufgefallen ist, weil ich angefangen habe, mir ein Kapil zu trainieren auf EV und DV. Was ganz schön anstrengend ist. Und ich habe jetzt, das habe ich durch Zufall gesehen gehabt. Wusstet ihr, dass Karpils und Knilz, also die ganze Entwicklung, zusammen mit der Entwicklung von Weimar, also Weilmann, Weilord, ich weiß nicht, ob Legendäre mit eingeschlossen sind, aber die Pokémon sind, die meisten EP brauchen, bis sie auf Level 100 kommen, ganze 1.640.000. Da habe ich mich so ein bisschen verarscht gefühlt. Und ich glaube, ich bleibe gerade bei Simon. Das könnte jetzt sehr lustig werden. Ein Hitzekoller tut mir sicher nicht gut. Hau ihn um! Dreht ihn einfach gegen die Wand und mach ein Ende mit dem ganzen... Oh Gottes Willen, wie viel es euch abzieht. Jetzt kommt... Oh fuck, habt ihr mich hier mit Sonnentag? Aua, ja. Wir haben ja
ganz blöderweise auch nichts irgendwie, was sehr effektiv ist. Okay, gib mir einen Protzer. Leider Gottes ist Hitzekoller eine Spezialattacke. Das heißt, wenn er jetzt mit dem Hitzekoller kommt, die, by the way, mit der Sonne auch noch verstärkt wird und das ist eine Anziehung. Na, klasse. Schön. Dann könnte das sehr wehtun. Sagen wir mal so, mit einer Stärke von, wie viele? 51 war es, glaube ich. Warum bist du verliebt, wenn du eine Statusattacke einsetzt, dass sie dich selber beeinflusst? Das gibt keinen Sinn. So, jetzt kommt bitte kein Hitzekoller, kein Hitzekoller, kein Hitzekoller, kein Hitzekoller. Body Slam, Ham, Amau. Aber physische Attacke. Ich habe meine physische Verteidigung gerade zweimal gesteigert, der Protzer. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher, weil wenn sie... Haben wir einen Beleber? Warte mal kurz. Wir haben noch hoffentlich einen Beleber. Gut, wir haben 10 Stück. Hab ich letztes Mal, glaube ich, auch gekauft gehabt, ne? Kann ich ja nicht hier währenddessen? Ja, man kann die sogar hochbewegen. Warte, dann hole ich mal gerade den Beleber hoch. Sollte ich, könnte ich auch mal öfter machen. So, hier. Komm mal dahin. Ja, ich sortiere jetzt mal gerade ein bisschen was. Spannung muss aufrechterhalten bleiben. Fange ich hier an, mein Zeug zu sortieren. Finde ich super. Ja, das macht man. Es ist immer ein super Zeitpunkt, das während einem Kampf zu machen. Die brauchen sowieso kaum. Komm mal, du mach mit hoch. So. Ich wollte einen Supertrank einsetzen. Fange ich hier an, während dem Arena-Kampf Tränke zu sortieren, ey. Das gibt's doch nicht. Noch ein Body Slam, okay. Ich will nicht mit zu viel Schaden reingehen in den Hitzekoller, sollte denn einer kommen. Und ich befürchte es. Ich hau noch einen Protzer hinten drauf. Natürlich bin ich natürlich. Ich bin ja immer noch verliebt, fällt mir gerade ein. Und. Warum ist die Liebe überhaupt eine Beeinflussungsmöglichkeit? Ich meine. Ah, oh, sein Lichter ist nach. Komm, hauen wir einfach einen Doppelkick drauf. Mal sehen, was abzieht. Yes. Hau ihn um. Verdammt, ich glaube, der Protzer, der hätte es doch gerissen. Ich glaube, sie heilt. Was? Also, er ist nochmal Sonntag eingesetzt, wollte gerade sagen. Sonntag war doch vorbei. Okay. Hauen wir noch einen Doppelkick hinter. Okay, setzt den Trank ein. Okay. Interessant. Das könnte jetzt problematisch werden. Oh Gott, nein. Komm, das schaffst du. Liebe ist das für Idioten. Nein, okay, doch nicht. Dann eben nicht. Wir warten noch ein bisschen. Wir wollen sie ja spannend halten. Komm, noch ein Protzer hinterher. Genau, der Protzer rettet mir gerade mehr oder weniger das Leben. Wenn du mir jetzt mit einem Hitzekoller kommst, dann könnte das echt wehtun, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Aber jetzt sollte ich auf jeden Fall nicht mit einer, mit Blut angreifen, weil Blut speziell ist. Und mittlerweile habe ich meinen Angriff so weit erhöht, genau, dass es auch wieder, den Step, wobei, Doppelkick ist auch Step, also, Bullshit. Da macht das Sonnenlicht nicht genug aus für. Was? Es ist so, warum? Okay, jetzt muss ich gleich noch hinterher, haben wir einen Hyperheiler? Halt der nicht auch Anziehung? Bin mir gerade nicht sicher. Probieren wir es aus. Beiler, Hyperheiler, wo haben wir ihn denn? Hier ist er, ja. Simon erholte sich, mal sehen. Batz. Hau mich gegen die Wand, dankeschön. Sonnenlicht das nach, das begrüße ich sehr. Ne, es hebt nicht die Anziehung auf. Verdammt. Aber du haust ihn um, komm. Das reicht. Das reicht nicht. Schön wär's. Aber jetzt dürftest du nicht heilen, wenn ich dich jetzt mal richtig einschätze. Aua. Das tut weh. Und schon wieder Parodie. Ist es doch nicht wahr. Gottes Willen. Schlimm. Die ganze Geschichte hier. Gut, dann nehmen wir jetzt aber hier einfach einen Paraheiler, bevor wir jetzt hier noch einen Hyperheiler verschwenden. Ich dachte ja, es hilft vielleicht, aber es tut's nicht. Au. Warum heile ich mich überhaupt? Warum heile ich denn überhaupt noch Paralyse? Ich werde doch eh nur wieder paralysiert hinterher. Ich weiß, ich spiele so ein bisschen Pussy-Mode, immer wieder heilen, aber es ist nur Sicherheit, weil ich habe keine Angst, einen Hitzekoller... Was, ich habe Angst. Ich habe Angst, einen Hitzekoller voll abzubekommen. Das ist nicht so toll. Da habe ich echt gerade keine Lust drauf. Er hat noch keinen Hitzekoller eingesetzt. Ich glaube, er hält sich zurück. Ich glaube, es kommt, wenn er keinen Bodyslam hat. Und ich bin wenigstens nicht paralysiert. Das finde ich sehr nett. Uns fehlt ganz, ganz dringend eine rote Flöte. Leider Gottes kriegen wir auch so leicht keine. Hau ihm in sein Gesicht und hau ihn einfach um. Hau ihn gegen die Wand. Das ist doch nicht wahr! Wer braucht schon Liebe? Mensch! Wie hoch ist diese verdammte Chance, dass man durch diesen verdammten Bodyslam paralysiert wird?
guck mal bitte nach, Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde es echt mal gerne wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man durch diesen verdammten Body Slam paralysiert wird? Es kann nicht sein, dass ich mittlerweile schon zum vierten Mal paralysiert bin dadurch. Das kann nicht angehen. Ich werde jetzt fertig nochmal paralysiert, einfach weil es ihnen Spaß macht, oder doch nicht? Schön. Und ich sehe den Sinn dahinter nicht, dass er ständig Sonnentag einsetzt. Wahrscheinlich im Wassertag, um zu schwächen. Ha, Gott! Und jetzt kommt Body Slam und ich bin wieder paralysiert. Oh, doch nicht. Und damit kommt jetzt auch noch der letzte Supertrank. Aber wie gesagt, ein Hitzekoller kann mich, glaube ich, umhauen mittlerweile. Also bei Sonnenlicht? Ja. Da bin ich vorsichtig. Wobei ich hätte sie ruhig angreifen können. In dem Fall. Ja, der eh Sonntag eingesetzt. Ich kenne ja die ganze Prozedur. Oh Gott, ey, diese Liebe, ey. Schalt mal an, Simon! So kenne ich dich ja gar nicht. Ah, schlimm. Schlimm, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Hau ihm doch einfach einmal ins Gesicht und gut ist. Dankeschön. Dankeschön. Und es reicht. Es reicht. Wunderbar, wunderbar. Dankeschön. Danke, danke, danke. 1000, genau 1000 EP, sehr schön. Spiele sich leider Flavia. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Ich bin ja auch noch nicht lange Arena-Leiterin. Ich habe es sehr versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst verwirre ich nur meine Pokémon. Danke, dass du mich das gelehrt hast. Du hast es dir wohl verdient, okay. Ich muss jetzt lachen, und zwar aus dem einfachen Grund, wir haben sie gelehrt. Wir haben ihre Pokémon verprügelt. Das sieht man total. Black erhält den Hitzorn von Flavia. Ja, das mit dem Singen geht immer noch nicht so ganz. Mit dem Hitzorn gehorchen dir alle Pokémon bis Level 50. Auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Dankeschön. Und nun kannst du ab sofort Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Dies ist das Zeichen meiner Anerkennung. Bitte nimm es an. Nimm es ruhig an. Genau. TM 50 erhalten. Genau. Der 50 enthält Hitzekoller. Die Attacke richtet beim Gegner großen Schaden an. Aber gleichzeitig wird der Spezialangriffswert des Pokémon, das die Attacke anwendet, herabgesetzt. Für längere Kämpfe ist sie daher nicht geeignet. Ja, wurde noch ein Pokédex eingetragen. Dankeschön. Und das war jetzt echt ein nervenaufreibender Kampf. Wie lange haben wir jetzt? Gut, mal über 10 Minuten. Finde ich super. Jetzt habe ich, glaube ich, wieder die gleiche Stimme. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich hier die gleiche Stimme wie gerade eben. Black, wir haben uns lange nicht gesehen. Oh. Da knallt eine Tür irgendwo hinter mir. Als ich die heißen Quellen aufgesucht habe, habe ich den Orden der Arena von Bad Lavastadt erhalten. Du hast anscheinend viele Pokémon gefangen. Ich meine, du hast ja schon einige Pokémon aufgezogen. Ich denke, das hier wirst du gut gebrauchen können. Wüstengas erhalten! Lass mich doch mal nur mit eurem ganzen Gequatsch hier. Mit diesem Wüstengas wirst du keine Probleme haben, durch die Wüste in der Nähe von Route 111 zu gehen. Aber wow, Black, die Arenen in Arenen anzutreten. Ja, Arenen in Caps Lock geschrieben, finde ich super. Du schränkst dich bestimmt sehr an, weil du nicht gegen mich verlieren willst. Black, ich glaube, ich sollte deinen Vater in Blütenbox City herausfordern. Black, man sieht sich. Hör auf, Black zu sagen, das riecht auf. Yay, ab durch die Tür. Ab durch die Mitte. Einmal kurz heilen. Simon, du hast sehr, sehr schöne Arbeit geleistet. Cookie auch und Spotty ist draufgegangen. Respekt dafür. Gott, warum war das jetzt so anstrengend? Ich überlege gerade, ob ich Simon Hitzekoller beibringen soll. Es ist eine spezielle Attacke und er kann keine speziellen Attacken außer halt der Feuerattacke. Und würde es sich in dem Fall sogar anbieten. Weil ansonsten ist es... Nee, ich möchte nicht nur eins, ich möchte mehrere, bitte. Nein, aber auch nicht 95. 10 reichen mir dann. Wie viele Superbälle haben wir? Kommen wir noch viel mit. Warum nicht? Das hilft uns sicher noch. Ein Gegengift haben... Das reicht. Paraheiler sind wir ja... Obwohl man eigentlich nicht davon ausgeht, weil es ja eine Feuerarena ist, haben wir davon recht viel verbraucht. Ich meine, wieso sollte man in einer Feuerarena... Ja, das brauche ich sowieso nicht, das X-Tempo. Warum sollte man in einer Arena normalerweise was Paraheiler brauchen? Da geht man doch eher von Feuerheiler aus, aber dann kommt dieser scheiß Body Slam und wirft einem die ganze Theorie über den Haufen. So, und jetzt würde ich gerne mein ganzes Zeug mal sortieren. Auf Wecker. Warum was denn? Unter Paraheiler. Ich weiß, ich sortiere jetzt einfach mal ein bisschen. Total spannend und so. Vielleicht wird da hinterher ein bisschen länger, der Part. Habe ich sowieso vor, weil es ja... was habe ich jetzt? Aufwecker, ne? Ne, Eisheiler. Das ist noch seltener benutzt als Gegengift. Die Arena-Kampf hat jetzt so lange gedauert, da würde es sich sogar lohnen, ein bisschen länger zu machen. Feuerheiler ist wenigstens noch häufiger als Eisheiler. Das brauche ich nicht so dringend. Oben das auch nicht, das auch nicht. Protein, das kann ich super verkaufen. Energiestaub. Superschutz, Schutz nach oben. Ich feiere irgendwie die Medizinbeutel ab.
also diese Medizinbeutel, die dann später zufügt worden sind, finde ich extrem praktisch, einfach weil man hier nicht alles in einem Beutel drin reingeschmissen bekommt, sondern wirklich ein bisschen aufgeteilt halt. Du kommst nicht dahin, weil du mehr auffüllst als der super Trank da unten mit drin. Noch irgendwas? Nein, nicht zur Seite. Noch irgendwas, was man irgendwie sortieren kann? Ein Hyperheiler. Der kommt doch unter den Eisheiler. Und das Protein verkaufe ich gerade noch. Komm, verkauf mal. Nein, nicht kaufen. Das sieht immer so schnell an, wenn man gerade A drückt. Das ist unglaublich. Protein. Für 4.100, das gibt Kohle, das kann man gut gebrauchen. Gutes. Gute Sache. Oh, meine Nase juckt gerade unglaublich. Das ist echt nervig. Und ich würde sagen, Leute, jetzt gehen wir mal auf den Weg in die Wüste. Vorher ist ja bei Jon noch ein Item, das hätte ich ja mitnehmen. Und zwar ein Nugget, das wir jetzt nicht verkaufen können, weil wir gerade eben erst im Laden waren. Super. Hätte ich das vorher doch nur gehabt. Okay, jetzt wollen wir in die Wüste gehen, denn in der Wüste werden wir unser nächstes Teammitglied fangen. Oh mein Gott, wer hätte damit gerechnet? Niemand, weil ich es niemandem gesagt habe vorher, ne? So, mal sehen, ob wir es auf Anhieb finden. Perfekt. Genau das wollte ich haben. Ein männliches Knackleon. Ich habe ja schon gesagt, dass, Hallo Sandsturm. Dass es an sich nur männliche Teammitglieder geben wird, zumindest bisher in meiner Planung. Wie spreche ich dich jetzt am besten? Du bist auf einem recht niedrigen Level. Das ist ein bisschen doof. Ich vertraue jetzt einfach mal auf Cookies nicht allzu hohen Angriff. Bodycheck! Der daneben geht. Yay. Und jetzt kommst du wahrscheinlich mit... Na, Sandwirbel. Oh Gott, nein! Das wird jetzt wieder ein Spiel. Jetzt treffen wir ja gar nicht mehr. Ich sehe schon kommen. Der Sandsturm sieht irgendwie cool aus, finde ich, mit diesen Schleiern mittendrin. Das sieht irgendwie so aus wie so, keine Ahnung, wie so ein wow! Wie so ein Vogel. Und das war perfekt geschwächt, Cookie. Respekt dafür. Besser hätte ich es nicht gekonnt. Ja, vor allem, weil ich nicht Pokémon spreche. Ich habe so ein Bild auf Facebook gesehen, mit so einem Carpador am besten. So, bats, einmal voll dann überziehen und dann ist gut. Ein super Ball, weil wir es gerade da haben. Haben wir gerade eben gekauft. Das sollte gut reichen, denke ich mal. Da musste ich lachen, das war nicht gut. Irgendwie so. Weil das hieß, erstes Pokémon Carpador ausgesucht. Und Carpador ist durchgekommen. Er hat den Carpador genommen und hat damit die Gegner verprügelt. Fand ich gut. Okay, Knackleon wurde gefangen. Sehr gut. Und dafür habe ich jetzt auch schon einen Namen. Jetzt habe ich den Pokédex-Eintrag nicht gelesen. Egal. Habe ich einen Namen, der passt zwar jetzt eventuell einfach noch nicht, aber er wird später passen, wenn es sich erstmal auf seine letzte Stufe weiterentwickelt hat, denn ich werde das Pokémon ganz simpel und schlicht Yoshi nennen. Allseits bekannt nach unserem doppeldeutigen Typ, der immer bei mir mitkommentiert, hin und wieder mal. Weil er ein Yoshi ist und die letzte Entwicklung von Knackleon dem einer Echse sehr ähnlich sieht. Sagen wir es mal so. Ich will jetzt auch nicht spoilern, wobei alle, die es interessiert, können sowieso auf PokéWiki nachschauen. Liebe Eltra sieht meiner Meinung nach einem Yoshi ziemlich ähnlich und deswegen fand ich den Namen sehr passend und ich würde gerne zum Pokémon Center, würde mein Teammitglied euch abholen gerne. Deswegen auf zum Pokémon Center. Mann, warum juckt meine Nase gerade so? Das ist unglaublich. Slim. Hi, erstmal meine Pokémon, bitte. Haben so viel gekämpft, das ist unglaublich. Gegen ein Knackleon. Unglaublich, ey. Das ist anstrengend gewesen. Ich mag Liebeltra, gerne. Ich mag Liebeltra auch lieber als Brutalanda eigentlich sogar. Gefällt mir persönlich besser, das Pokémon. Kann ich ja eigentlich schon... Stimmt, Select muss ich drücken, genau. Damit ich das hier auswählen kann. Wen schmeißen wir dafür raus? Ich würde sagen, Zai erstmal. Weil den brauche ich momentan eh nicht. Mal sehen, was hat der für Attacken gehabt? Hat er irgendwas Interessantes gehabt? Tackler und Anigler. Ne, den brauchen wir gerade echt nicht. Sorry, Zai. Oder wie auch immer man deinen Namen nochmal aussprechen würde. Wie Ziff der Zweite oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas war es. Ich erinnere mich noch dran. War kompliziert, deswegen habe ich es abgekürzt. Geh mal Fahrrad. Und ich vergehe in die Wald. Ach, das habe ich doch gar nicht gezeigt. Stimmt, das fällt mir gerade auf. Hier ist der... Wie heißt der? Der Trainerturm? Der Duellturm? Trainerberg. Okay, den sehen wir uns auch nochmal an, aber nicht jetzt. Not now. Not in this moment. Haben wir uns eigentlich den... Wir haben uns gar nicht die Kampf-Ding angesehen in Laubwechselfeld. Ah, das Kampfcamp haben wir ganz vergessen. Machen wir dann demnächst mal, wenn wir irgendwie fliegen haben oder so. Ist auch nicht mehr allzu weit hin. Komm, gib mir mal kurz den Sternenstaub hier. Dun, 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 dun.
Gut. Du hast eine Item. Was? Pudersand. Den kriegst du gleich wieder. Ganz ehrlich, den kriegst du gerade wieder. Es ist gerade ziemlich perfekt, muss ich sagen. Denn Pudersand ist Bodenattacken verstärkend. Und deswegen ziemlich praktisch in dem Fall. Kriegst du gleich wieder in die Hand gedrückt. Kannst du super gebrauchen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wann erlernst du deine erste Bodenattacke, deine erste Gescheite? Ich glaube, das ist Sandkrab, gell? Scherenmacht. Okay, eine Möglichkeit ist auswegslos, aber ich glaube, ich bevorzuge in dem Fall das hier. Okay, ich glaube, deine nächste Bodenattacke braucht noch ein bisschen. Haben wir schon? Moment, haben wir schon Schaufler? Ja, haben wir sogar. Weißt du was, ich bringe dir das jetzt einfach bei, auch wenn du es demnächst vielleicht sogar lernst, aber ich bring's dir einfach bei, einfach weil ich es kann. Damit hast du eine Bodenattacke, damit kannst du wenigstens was reißen. Gut. Ja, machen wir gerade die Kinder hier unten. Aber nee. Hier in der Nähe soll es gelegentlich ein Turm. Warte, nochmal. Eins nach dem anderen. Hier in der Nähe sollte eigentlich ein Turm sein, der ganz ins Sand besteht. Aber aus irgendeinem Grund ist der nur manchmal sichtbar. Deshalb nenne ich ihn Wunderturm. Und ein Pokémon-Teil. Was taucht auf, wollte ich sagen. Hallo Pupons. Oder Pupanze. Oder ich kam mit dem Viech irgendwie nicht ganz klar. Hallo Knackleon. Oder Yoshi. Muss mich an den Namen noch gewöhnen. Kann ich eigentlich fliehen oder? Nee, du bist langsam, ne? Stimmt, das war ein Problem bei Knackleon im Allgemeinen. Knackleon ist fucking langsam. Dankeschön. Und hat nicht so eine super Verteidigung, wie man gerade sieht. Komm, hau ab. Oh, fuck. Okay, ich sehe schon, das könnte lustig werden. Ich glaube, ich werde. Lass den Scheiß. Ich glaube, ich werde ihn erstmal in die Peter in die Hand drücken und würde sagen, wir trainieren mit einem anderen Pokémon erstmal. Spotty ist vielleicht hier ganz gut getroffen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil momentan ist er noch ein bisschen unbrauchbar. Wenigstens bis er sich entwickelt, weil er einfach verdammt lahm ist. Oh, genau, ich kann sehen, wie ich hasse. Und, genau. Das könnte lustig werden, ihn zu trainieren, aber, Jetzt Fun Fact ist, dass Libeldra und Knackleon, obwohl Libeldra die letzte Entwicklung ist von Knackleon, möchte man gerade noch nebenbei erwähnen, haben trotz allem die gleiche Angriffsbasis. Wir haben beide eine Angriffsbasis von 100. Das ist so krass, dass die erste Entwicklung schon die gleiche Angriffsbasis hat wie die letzte. Finde ich irgendwie übel. Gib mir mal ganz kurz den EP-Teiler. Wo ist er denn? Da ist er. Nimm das, Yoshi, das kannst du gebrauchen. Besser als Pudersand momentan noch. Du kannst die IP gut gebrauchen. Nicht Bericht. Ich drücke immer einmal zu viel. Ich drücke schon wieder die falsche Richtung. Ich denke mal zu weit. Mensch. Ich würde gerne Simon trainieren, weil Simon sich bald entwickelt. Und ich würde einen Schutz aktivieren gerne. Wollen wir ihn denn? Den Superschutz. So. Also Leute, ich würde sagen, das war's auch schon wieder von diesem Part von Pokémon Smaragd. Im nächsten Part würde ich sagen, schauen wir uns die Wüste etwas genauer an. Ich versinke halt halb im Sand, fällt mir gerade auf. Ich muss mal gucken, wie das mit dem Wunderturm nochmal war. Moment, ich guck mal gerade was nach. Am besten ohne den Kindertrainerkampf zu rennen. Nein, das war hier nicht mehr so, okay. Okay. Rennen wir nochmal zurück. Wie gesagt, im nächsten Part erkunden wir die Wüste noch etwas genauer und werden dann mal gucken, dass wir uns zur nächsten Arena aufmachen, unter anderem auch. Ich würde sagen, das war's wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gucken wir uns vor. Bis dahin und ciao! Schutz wirklich mehr. Das Hin- und Herlaufen war echt clever, muss ich sagen.